Hey, das ist Rick, ich bin Robin. Und willkommen zu Was geht ab, Shorts. Am Samstag ist eine japanische Walfangflotte mit Kurs auf die Antarktis in See gestochen, um dort Wale zu jagen. Drei Schiffe legten am westjapanischen Hafen Shimonoseki ab. Ihr Ziel ist es, bis Ende März 2014 935 Zwergwale und 50 Finnwale zu töten. Das geschehe aus wissenschaftlichen Zwecken. Damit nutzten die Japaner ein Schlupfloch im sogenannten Moratorium, das den kommerziellen Walfang verbietet. Das Moratorium trat 1986 in Kraft und wurde von der Internationalen Walfangkommission, kurz IWC, gegründet. Die IWC gibt es seit 1948 und Japan ist seit 1951 Mitglied. In der Nachkriegszeit regelte die IWC die größtmögliche Ausbeutung der Walfangbestände. In Japan war das Walfleisch damals ein wichtiges Ersatznahrungsmittel. Mittlerweile ist die Hauptaufgabe der IWC aber der Schutz der Wale und sie hat inzwischen auch 88 Mitgliedstaaten. Immer wieder kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen mit Walfangnationen wie Norwegen, Island oder eben auch Japan. Japan nutzt die Klausel des Moratoriums, dass zu wissenschaftlichen Zwecken durchaus Wale getötet werden dürfen. Dafür jagen die Japaner sogar in den von der IWC ausgewiesenen antarktischen Walschutzgebieten. Dass Wissenschaftler weltweit zu den gleichen Ergebnissen kommen wie die Japaner, ohne dabei Wale zu töten, scheint die Walfänger nicht zu interessieren. Auch der anschließende Verkauf des wissenschaftlichen Walfleischs ist kein Geheimnis. Der Walfang ist ein kultureller Bestandteil Japans und er wird seit dem 12. Jahrhundert praktiziert. Allerdings wurde damals auch darauf geachtet, den Bestand der Wale nicht zu stark zu reduzieren. Erst seit dem 20. Jahrhundert ist die Jagd auf Wale regelrecht explodiert, da neue technische Mittel zur Verfügung standen. Obwohl immer mehr Walfleisch geliefert wird, nimmt der Verzehr davon in Japan ab. Früher waren Meerestiere und eben auch Walfleisch eines der Hauptnahrungsmittel der Japaner. Jetzt wird es kaum noch konsumiert. Stattdessen wird es tonnenweise gelagert, um am Ende zu Hundefutter verarbeitet zu werden. Trotzdem gehen die Japaner jedes Jahr wieder auf große Waljagd, die mehrere Monate in Anspruch nimmt. Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Sea Shepherd versuchen diese immer wieder zu boykottieren. Dabei kommt es zu Kollisionen der Schiffe. 2010 sank zum Beispiel die Eddie Gill, ein Schnellboot der Walfanggegner. Trotzdem möchte die Sea Shepherd auch dieses Jahr wieder versuchen, die Walfänger zu stören. Deshalb begleitet ein Patrouillenboot die Walfänger, das mögliche Störaktionen der Umweltaktivisten verhindern soll. Die Walschützer werfen den Japanern außerdem vor, die ärmeren Mitgliedsländer der IWC zu bestechen. Sie würden als Entwicklungshilfe getarnte Gelder an diese Mitgliedstaaten überweisen, um eine Lockerung des Walfangverbotes zu erreichen. Tatsächlich wird seit 2010 die Aufhebung des Verbots für Walarten, die mutmaßlich nicht in ihrem Bestand gefährdet sind, diskutiert. Gleichzeitig machen sich aber auch andere Länder für die Einhaltung des Moratoriums stark. Neuseeland und Australien hatten im Sommer diesen Jahres gegen Japan am Internationalen Gerichtshof in Den Haag geklagt. Sie warfen den Japanern eine kommerzielle Jagd der Wale und somit einen Verstoß gegen das Moratorium vor. Wie und wann in Den Haag entschieden wird, ist noch nicht klar. Es könnte zumindest die Waljagd etwas verringern. Komplett beenden würde es das aber nicht. Was haltet ihr von der Waljagd der Japaner? Wenn ihr die Chance hättet, mal Walfleisch zu probieren, würdet ihr? Schreibt's in die Kommentare. Hey Leute, heute um 17 Uhr machen wir mit euch gemeinsam einen Live-Hangout. Das ist quasi ein Community-Check, nur live mit euch und könnt halt direkt die Fragen stellen. Wenn ihr euch den angucken wollt, wir werden den Link auf Facebook und auf Twitter posten, wenn es losgeht. Und er ist außerdem in der Beschreibung, also einfach draufklicken und um 17 Uhr geht's los. Da drüben gibt es noch zwei weitere Videos und hier könnt ihr uns abonnieren. Dort unten findet ihr auch Excalibur für all möglichen Film- und Nerd-Stuff und darunter in der Beschreibung alle Links zu unseren Social-Media-Seiten. Das waren die Was geht ab Shorts und wir gehen jetzt erstmal schwimmen. Ja, um die Wale zu beschützen. Laserschwertwale.